Okay, positive Grundstellung. Wir freuen uns alle. 1, 2, 3. Ja, gut, wir machen eine schnelle Probe. Auch hier wieder. Wir freuen uns. Und wir nehmen mal ja, hallo. Mein Name ist Daniel Kühn, der Regisseur von diesem Imagespot für E-Optimum. Wir sind heute hier am 15.08.2020 und heute beginnen wir mit dem ersten Drehtag hier im schönen Kesselhaus. Es ist wunderschönes Wetter, ein tolles Team und ich freue mich, dass es jetzt gleich losgehen kann. Kamera läuft und ist set. Mein Name ist Lisa Mann, ich bin 29 Jahre alt und habe sehr viel Spaß daran, hier heute mitwirken zu dürfen. Das Team ist super, es macht sehr viel Spaß, sie sind alle sehr professionell. Ja, man könnte es nicht schöner wünschen. Ich bin Kevin und ich bin der DOP vom E-Optimum Film. Also ich glaube, was mir und uns am besten an dem Projekt gefällt, ist die Herausforderung, das Thema Energie zu visualisieren. Am meisten freue ich mich auf die Arbeit mit dem Team und dass wir hoffentlich schöne Bilder reinkriegen. Hi, ich bin Nivine und ich bin heute hier am Set der Make-up-Artist. Das heißt, ich kümmere mich um die Darsteller und auch um die Komparsen, damit die schön frisch aussehen und immer schön abmattiert sind. Gerade bei so viel Sonne, wie wir heute haben, ist es ganz wichtig, dass du immer schön machst. Ja, mein Name ist Daniel Oppenbutz. Ich bin verantwortlich fürs Marketing bei der Optimum. Heute ist der erste Drehtag, den wir hier haben. Und heute zeigen wir die Produkte, die wir haben, neben Strom und Gas. Ja, stellen das alles im Showroom da. Und ja, ich bin selber gespannt, was kommt. Action! Gestern Abend waren wir Flammkuchen essen im ganzen Team und wir haben über die Dreharbeiten heute gesprochen. Das war cool. Hammer, wir haben jetzt hier gerade fast 1 Uhr nachts und es ist immer noch Top-Stimmung. Die Stimmung kocht, die Leute hier haben Bock und es ziehen immer noch alle mit, auch nach mittlerweile 8 Stunden hier im Set. Wir sind jetzt hier gerade im nächsten Set im Hotel Liberty, heute am Sonntag, dem 16.08. und heute geht's los mit dem nächsten Teil des E-Optimum Image Films. Wir richten jetzt gerade die ganze Technik. Hier im Hintergrund wird gleich nachher alles schön mit Licht angestrahlt, eine Nebelmaschine kommt her, es wird einfach viel mit Licht gearbeitet. Das ganze Liberty wird quasi neu in Szene. Sabrina Lawson. Wir sind heute hier im Hotel Liberty, drehen für E-Optimum und meine Rolle ist, ich bin mit meinem Partner, dem Johannes, hier. Ja, wir fahren hier zum Essen hin mit dem Elektroauto und haben einen schönen Abend. Und das Team ist sehr angenehm. Ja, fühle mich sehr gut aufgehoben hier, trotz der Uhrzeit. Ja, wir sind in Offenburg im schönen Liberty Hotel. Wir haben uns heute zur Aufgabe gemacht, das schwierige Thema Energie in Form von einem Film zu transportieren. Das Team von Kühn Media hat eine coole Idee, die darin resultiert, dass ich mit einem coolen Porsche Taycan herfahren kann, hier reinfahren kann in einer Szene. Ja, ich freue mich drauf. Viele, viele Komparsen, eine Menge Leute, cooles Team und die Stimmung ist super. Und ich kann es kaum erwarten, wann es losgeht. Ich bin Jasmin Glück, 28 Jahre alt und ich wurde gefragt, ob ich hier im Hotel Liberty als Komparse mitspielen darf. Es macht super viel Spaß. Kühn Media macht das klasse, sehr professionell, super Team, echt schön heute. Hallo, mein Name ist Elisabeth Remmert, ich bin 18 Jahre alt und ich wurde auch gefragt, ob ich als Komparse mitspielen möchte. Was ich toll finde, ist, dass man hier als großes Team zusammenarbeitet und selbst als Komparse auch sehr viel zu tun hat und total gut integriert wird und es macht super viel Spaß. Ich habe viel Spaß. Wir sind jetzt am Ende
von unseren Dreharbeiten im Hotel Liberty angekommen. Es hat Spaß gemacht und war sehr interessant. Die Leute waren begeistert und ich ebenfalls. Tolle Bilder. Heute sind wir hier beim dritten Drehtag auf dem Adam Geflügelhof hier bei Neuried. Und wie ihr im Hintergrund seht, alles noch stockdunkel, morgens um 5. Jetzt geht es darum, den Sonnenaufgang mit der Drohne einzufangen. Und da laufen jetzt die technischen Vorbereitungen. Sprich, es wird alles geprüft, wann geht die Sonne auf, wo steigt sie auf, um wie viel Uhr. Wie viel Uhr steigt die 20 Meter in der Höhe auf. Das ist natürlich auch wieder ein Unterschied, ob wir jetzt hier unten sind oder ganz oben. Deswegen, jetzt geht es an die ganze Planung. Jetzt holen wir uns die ganzen Komparsen, unsere Traktoren und dann wird eine große Szene gedreht. Ich bin die Tina Heuken, ich bin Projektmanagerin Marketing bei der E-Optimum. Ich freue mich total, dass wir es jetzt hier wahr machen, unseren ersten Imagefilm drehen. Und heute sind wir beim Geflügelhof Adam hier in Neuried-Altenheim und gucken uns an, was die Hühner so machen und auch schauen noch ein bisschen auf den Tabak, den es hier gibt. Alle sind super locker, alle sind super nett und auch wahnsinnig professionell und es funktioniert ganz super und alles ganz easy. Heute war die Firma Kühn Media bei uns und hat unseren Betrieb gefilmt bei der Arbeit. War sehr interessant, habe das super gemacht und habe einen Gesamtüberblick bekommen, was wir so alles in der Landwirtschaft zu bewältigen haben. Heute waren wir beim Geflügelhof Adam. Heute Morgen haben wir angefangen, dass wir eine Weiterverarbeitung gefilmt haben. Das heißt, die Eier, wie kontrolliert werden, wie die über das Laufband, über das Fließband laufen. Dann haben wir auch ein paar Hühner gefilmt, die Hühner, wie sie aus dem Stall gelassen wurden. Ja. Und zum Schluss waren wir noch im Feld, also im Tabakfeld. Stimmung am Set, so wie die letzten zwei Tage auch, war wieder grandios, wie bisher auch die letzten Tage, also läuft. Jetzt angekommen, wir drehen die letzte Szene vom Film. Wir werden jetzt hier das Gebäude E-Optimum Kesselhaus in Szene setzen. Zeigen wir mit vielen Komparsen eine Szene, wie die Leute hier draußen rumlaufen. Hier nur E-Fahrzeuge, Elektroroller, alles nur elektrisch. Und das ist das, was man im Bild auch sieht. Und auf der anderen Seite haben wir begeisterte Mitarbeiter, die hier natürlich fröhlich durch die Gegend laufen. Das ist das, was wir am Ende des Films sehen, wo es auch wirklich darum geht, wer ist E-Optimum, und das ist das, was man jetzt in Szene setzt. Und Daniel ist einfach sehr offen. Wenn man Fragen hat, kann man die stellen und es wird einem geholfen. Man fühlt sich nicht fehl am Platz, also es macht Spaß. Jeder hat seine Aufgabe, man fühlt sich super aufgehoben und ja, für alle mega gut drauf. Alle ziehen mit, alle ziehen an einem Strang und wollen ein cooles Ergebnis erzielen und ich finde, das ist einfach der größte Mehrwert. Das mal wieder ein geiler Job war und das Team wieder richtig super mitgearbeitet hat. Einsame Spitzenklasse. Die Arbeit mit dem Team ist grandios. Sehr gut gelaufen. Alle haben Bock und alle wollen hier ein geiles Team kommen. Großartiges Team, die alle wirklich hinten dran sind. Und da sage ich jetzt natürlich schon mal vielen Dank an euch. Ihr seid der Wahnsinn.